Ihr seht es, keine Gegenwehr, liegt einfach da. Die meisten sind ja schon hier. Oh, jetzt wird es verbal. Jetzt sind gefühlt mehr Polizisten auf dem Feld als noch Teilnehmer der Veranstaltung. Hallo. Eine riesige Traube an Polizei vor dem einen Mann in Weiß, der jetzt gerade... Schämt euch! Jetzt haben sie ihn anscheinend. Schämt euch alle! Schämt euch! Schämt euch alle! Schämt euch alle! Schämt euch! Ihr hört es, da muss ich gar nichts zu sagen. Die Polizei bittet Sie, verhalten Sie sich kooperativ und folgen Sie den Anweisungen der Polizei. Sie haben noch immer die Möglichkeit, den Bereich Reisemittel zu verlassen. Halten Sie dabei den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein und entfernen Sie sich in Gruppen von maximal 2 Metern. Oh, da haben Sie den nächsten. Oh, das ist anscheinend der Mann, der zu der Frau gehört. Unglaublich viel Polizei, um 2 Leute mitzunehmen. Anscheinend gehört der eine zu der blonden Frau. Da haben sie eine Frau, eine ältere Dame. Ihr seid peinlich! Weicheier! Ihr seht die Dame in der Mitte. Scheint die gleiche Strategie wie beim letzten Mal zu sein, dass Einzelne rausgeholt werden, so ein bisschen als Abschreckung und ins Auto verfrachtet. Da kommt der Nächste. Also man fängt jetzt wirklich an, den Platz hier zu räumen, indem man die Leute abführt. Hui! Straße frei, es amassiert! Mal ohne verhaftete Person, das ist nur ein Team. Mhm. Krass, oder? Lieber Himmel. Ich habe gerade noch gesagt, die nehmen bestimmt hier alle Leute mit.
Genau. Oh, jetzt haben sie wieder jemanden. Die beiden haben sich eine gute Beobachtungsposition gesichert. Die habe ich leider nicht so. Ihr seht gerade mehr als ich. Ja. Na, Caro, hallo. Hallo. Demonstrationspflicht für jeden Polizisten! Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Aber ich will ja keinem ins Bild rennen. Das ist eine Frau. Niemand wird das gucken, leider. Doch, doch. Viele Leute wollen sich frei informieren. Du bist mit den Waffen, oder? Ja. Hi. Hallo. Je mehr Leute das aufnehmen und weiterleiten, desto besser. Ja. Ich habe gerade, er auch, wir haben uns gerade unterhalten, wir haben auch einen YouTube-Kanal jetzt gesehen, obwohl wir keine Reichweite haben, aber du hast Reichweite und das ist super. Ich mache das ja auch eine ganze Weile schon. Ja, aber nutzt es, ey, das ist geil. Ich habe auch das mit Leon Lovelock gesehen. Hm? Letzte Woche. Ich war auch hier, oder? Vorne am Rosa-Luxemburg-Platz. Aber je mehr Leute unabhängig voneinander filmen, desto besser, desto weniger kann im Nachgang gelogen werden. Ja. Ich habe versucht, von der Polizei, von den Kommunikationsbeamten herauszufinden. Darfst du ins Bild? Ich darf gerne ins Bild, ja. Wir drehen uns mal um, das ist, glaube ich, interessant. Dann haben wir den Einsatz als Hintergrund, ja. Also ich habe versucht, von den Kommunikationsbeamten herauszufinden, was denn die Begründung ist dafür, dass der Platz abgesperrt wird, wo wir eigentlich nicht genug Abstand halten könnten und wo auch genug Platz für alle wäre. Mhm. Und dass man eigentlich einfach aus Trotz eine Grundsatzreaktion macht und sagt, ihr dürft nicht auf den Platz, aber dadurch eine Gefahr. Wir müssen mal die Kamera drehen. Du kannst weiterreden, wir hören dich trotzdem noch, aber jetzt passiert hier halt gerade wieder was. Und die Polizei lässt ja eine Gefahrensituation entstehen, indem sie die Leute auf offenen Kreuzungen protestieren lässt, wo sie weder Abstand einhalten können, und noch den Verkehr dadurch noch behindern, unterbrochen ist. Hätte alles nicht sein müssen. Die Tram fährt da lang. Wir dürfen nur nicht im Weg rumstehen. Wir dürfen zwar berichten, aber nicht die Einsätze behindern. So, jetzt wird sich hier rundherum positionieren. Ich hab keinen Mundschutz auf. Warte, ich habe auch einen coolen. Also ich finde deine journalistische Arbeit sehr toll. Also erstens sehr mutig, dass du einzeln, alleine als junge Frau die ganz auf eine ehrlich, Demo draus. Was soll mir denn passieren? Ich darf legal berichten. Ihr wärt schön blöd, wenn sie mich verhaften würden. Das sehe ich genauso. Aber ich habe erwachsene Männer als Freunde, die Angst haben, hierher zu kommen. Also ich habe überhaupt keine Angst. Respekt vor deinem Mut. Es klingt jetzt makaber, aber es macht mir sogar Spaß, den Leuten zu zeigen, was hier abgeht. Weil ich es so schlimm finde, das muss man die Öffentlichkeit. Es ist absolut wichtig. Deswegen ist rundherum was zu sehen? Ja. Wir müssen noch ein bisschen schauen, was jetzt hier los ist. Wir sollten uns lieber danach unterhalten. Denn langsam ist es echt wie bei den Siedlern, wenn ich mit meinem Truppen Turm überfalle. Das sieht da ganz ähnlich aus. Das ist echt so. Ich habe gestern erst Siedler gespielt und das war genau das gleiche Bild. Rundherum Polizei. Auf dem Feuerwehrauto wird gestanden. Muss ich mir überlegen, wie ich das am besten aufs Bild kriege. Und sehr friedlich, die Polizisten. Ihr seht unglaublich viel Polizei. Kaum noch Leute da. Also ich habe jetzt hier meinen Mundschutz angezogen. Die Leute sind in der Sicherheit. Wir haben jetzt hier sehr viel Polizeigewalt. Ich habe hier noch ein paar YouTube-Reporter. So, tut mir leid, wenn ich wackle. Ich versuche einfach mal den Selfie-Stick weiter auszufahren, damit ihr ein bisschen mehr seht als ich. Ja, wir sind von der Polizei umzingelt. Ich zeige euch mal. Wir haben aktuell mehr Polizei als Demonstranten. Ihr seht es aus allen Richtungen. Und ich weiß, ihr mögt den Vergleich nicht, weil, gut, das ist halt so ein Nerd-Vergleich, aber genau so sieht es aus, wenn ich bei mir Siedler spiele.
unglaublich viel Polizei. Da wird wieder jemand mitgenommen. Achtung, eine Frau. Folgt ein Hinweis der Polizei. Ich richte mich an die Person im Bereich des Tempelparks. Derzeit ist es in Berlin nur erlaubt, nach vorheriger Anmeldung mit maximal 20 Personen zu versammeln. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Ihrer Mitmenschen fordern Sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Halten Sie dafür den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein. Dieses gilt auch für Interviews. Oh, da hinten noch auch? Wir akzeptieren eine Nummer 35 und dann kurz Richtung. Bleiben Sie gesund, Ihre Berliner Polizei. Hier mit Abstandshalter. Hier Leute im Kostüm. Anscheinend in einem Vogelkostüm. Anwohner am Fenster. Die Taktik der Polizei scheint sich geändert zu haben. Letzte Woche wurden wir vom Platz verdrängt. Was ganz spannend ist, ihr habt das ja gerade gehört, die Durchsage, dass der Abstand und so weiter wohl auch für die Pressevertreter gilt. Laut Verordnung ist das aber nicht so. Kann ich euch nachher nochmal raussuchen, den Absatz. Also das ist offensichtlich falsch, außer sie haben es geändert. Und hinter mir wird der nächste abgeführt. Hier ist das Kommunikationsteam. Jetzt wird ein wahrscheinlich anderer YouTuber angesprochen. Er ist am Film. Jetzt haben wir unseren Platzverweis bekommen. Ich darf. So, ihr habt es mitbekommen. Hätte ich jetzt keinen Ausweis gehabt, hätte ich hier auch einen Platzverweis gekriegt. Aber gut, ich darf ganz legal berichten. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, denn sonst könnte ich euch das alles gerade hier nicht zeigen. Aber auch heute wieder, ich weiß, ihr wollt das nicht hören, aber es ist nun mal so, die meisten Polizisten, die hier sind, die machen das, weil sie es müssen, nicht weil sie wollen. Da muss man eben auch so ein bisschen differenzieren. In der Regel finden die Leute, zumindest die ich kenne, es nicht geil, irgendwelche, naja, friedlichen Passanten wegzutragen, sondern sie machen das, weil es eben einen Befehl gab. Und wenn sie den verweigern, dann hat das im schlimmsten Fall persönliche Konsequenzen. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, bevor man jetzt irgendwie auf die Polizei schimpft. Die machen nur das, was sie gesagt bekommen. Und das gehört nun mal zum Beruf dazu, auch wenn das Unrecht ist, auch wenn das wahrscheinlich den meisten nicht gefällt. Trotzdem da bitte mit so ein kleines bisschen mit dran denken, wenn bevor auf die Polizei geschimpft wird. Es ist schlimm, was hier passiert, aber es ist nun mal politisch angewiesen worden, beziehungsweise vom Polizeipräsidenten verfügt worden. Jetzt fährt der Mannschaftswagen weg mit verhängten Fenstern. Da ist wieder die Frau. Also anscheinend haben sie wirklich einen Angehörigen von ihr mitgenommen. Jetzt haben sie die nächste mitgenommen, weil sie nicht gegangen ist. Wenn ihr das Recht kriegt, ihr könnt euch nicht hinter dem Kriegszustand verstecken. Sie wird nach hinten mitgenommen, ins nächste Auto geladen, wie es aussieht. Da drüben ist das Kommunikationsteam der Polizei. So, da wird die nächste Frau getrennt. Was die sitzt einfach da hinten. So langsam verlagert es sich Richtung Hauptstraße. Und auch hier alles voller Polizei. Thank you.
Die Leute stehen eher an den Rändern. Da kommt wieder ein Team, jetzt wird wahrscheinlich der nächste geholt. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße für Anwohner, die einfach nur mit ihrem Auto wegfahren wollen, weil die einfach kaum durchkommen. Sind die da? Dafür bei YouTube. Sind welche da von alle, die uns ZDF? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zeigen gestern, wollen. Gestern wurden die ja attackiert. Ja, das ZDF-Heute-Show-Team, genau. Aber das war doch nicht hier auf der Veranstaltung, sondern bei der Revolutionsdemo, oder? Genau. Aber die Hygienedemo. Dürfen Sie ins Bild? Ja, ja, klar. Sonst ist es so die Stimme aus dem Off. Die Hygienedemo und 1. Mai sind ja gestern quasi aufeinander gefallen. Okay. Und ich habe auch schon ein paar Leute jetzt nochmal interviewt. 1. Mai soll direkt vor allen Dingen auf dem Platz völlig friedlich gewesen sein. Ja. Ich habe leider nur Videos gesehen gestern. Sprich Tumulte. Ne, deshalb habe ich halt einfach mal ein paar Leute gefragt. Ja. Tumulte gab es eigentlich nur rechts und links, also genauso wie hier, wo es quasi abgeschirmt wurde. Ja. Ne? Also direkt auf dem Platz. Keine Spur davon. Da läuft wieder das nächste Team rein. Ja, genau. Das hat Strategie, das hat man ja eigentlich auf der letzten Demo auch schon gesehen. Diese Einschüchterungstaktik, einen rausziehen, zehn haben Angst, genau. Genau, innere Versammlungsfreiheit, Stichwort, lohnt sich mal nachzuschlagen. Mhm. Und wir gehen strategisch halt immer, sie machen immer 1, 2, 3 Ansagen, die auf jetzt enden. Ja, und dann geht das Team los und zieht sich die Leute raus. Und dann geht das Team los und zieht sich einzelne Leute raus, um eine abschreckende Wirkung auf den Rest zu entfalten. Und vor allen Dingen die Menge auseinanderzudrängen. Vorne an der Kreuzung hatten wir das auch. Jetzt kommt der Sichtschutz. Ich glaube, wir müssen mal die Seite wechseln. Da sind die sogar richtig losgerannt, um die Menschenmenge auseinanderzutreiben. Aber es ist doch kaum noch jemand da. Es ist doch fast alles Polizei hier. Die Leute stehen doch mittlerweile großflächig verteilt am Rand. Richtig. Achtung. Richtig. Aber dadurch, dass sie das vorhin auch schon getan haben und dann einfach außen rum gehen und sich wieder neu gruppieren. Ja. Wir sind ja auch nicht doof. Ich glaube, wir müssen die Straßenseite wechseln, hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. So, jetzt sind die Mannschaftswagen vorgefahren. Und ich muss leider mal kurz mit euch in die Ecke gehen, um meine Powerbank auszupacken. Ich bin bei 10% Akkuleistung und damit es jetzt nicht abbricht, muss ich leider den Stromkabel rausziehen. Aber ich halte euch in der Zeit einfach mal auf die Straße drauf. Ist so schön, den sehe ich ja öfter. Und so groß bist du, habe ich dich ja nie eingeschätzt. Ja, hier ist ja richtig was los. Jetzt kommen sie alle ab, das darf nicht stehen. Ihr seht's, jetzt wird wieder durchgeladen. Offensichtlich in Richtung Rand, auch von da kommt ein Team. Da ist die Kommunikationsgruppe in gelben Westen. Und auch da vorne läuft ein Einsatzteam durch. So, wir müssen jetzt leider an die Seite, um die Powerbank auszupacken. Aber ich glaube, die Bilder sprechen ohnehin für sich. Da kann ich auch mal 2 Minuten die Schnauze halten. Das Spannende ist auch, dass jetzt, wo sie sich in den Seitenstraßen verzogen haben... Ja? Ich brauche meine Powerbank nicht wundern. Soll ich mal festhalten? Bitte? Gerne. Der Rosa-Luxemburg-Platz gänzlich offen ist. Da kann man jetzt gerade wieder super hinmarschieren. Aber da ist ja auch nichts mehr. Naja, bei den ganzen Mengen, die jetzt aber da wieder hingelaufen sind. Ah, okay. Dann werde ich da auch gleich jetzt halt in die Frage, Richtung gehen. Wie viele sind da jetzt? Ich muss nur leider erst den Strom anschließen. Schöne Schwerter übrigens. Dankeschön, von Herr der Ringer. Anduril und Nassil. Ach, ich dachte, das wird schon. Nee, das ist Herr der Ringer. Von Aragorn. Ich habe bei mir im Hintergrund 2 Schwerter stehen. Ich weiß. Oh. Ich guck dich auch relativ häufig. So, ich nehm's dir oder ihm gleich wieder ab. Scheiße. Dir. Gut, ich fühle mich so alt. Ah, das kenne ich. Ja, könnte ja sein. Darfst du uns bitten? Ich darf bloß hier nicht stehen. Ach so, das ist schlecht. Wir haben gerade einen Platzverweis bekommen. Wir sind ja von der Polizei mitgenommen worden. Ja, und schön jetzt, laut reden. Ja, hört man hier sogar. Und dann kriegt man so einen Zettel und dann darf man hier nicht mehr sein bis 23:59 Uhr. Wenn das sicherer ist. Ja, das müssten wir eigentlich machen. Wir müssen den Platz verlassen, weil wenn jetzt ein Polizist kommt, dann lass sieht, dass ich diesen Zettel... Dann lass uns in die Ecke gehen und dann reden wir kurz. Ja, hier darf ich ja auch nicht sein. Wo darfst du denn überhaupt sein? Naja, das weiß ich ja selber nicht. Ich habe gefragt, wo darf ich denn überhaupt noch sein? Das war ja die Frage. Und da haben sie gesagt, das müssen sie jetzt selber rauskriegen. Das ist ja geil. Habt ihr das mitbekommen? Hier gab es gerade einen Platzverweis.
fließen. Wie heißt der Park? Schiene? Oder die, weiß ich jetzt auch nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, hier gab es Platzverweise vom Park. Die Leute wissen aber gar nicht, wo sie noch hingehen dürfen. Diese Sache. Und dann haben sie einen abgeführt. Als die Räumung kam. Genau, als die Räumung kam. Und dann wird man in eine Straße mitgenommen. Das ist Alexanderplatz, die Seitenstraße. Ja, so eine Seitenstraße. Und da ist das mobile Verhaftungszentrum. Sozusagen. Da ist diese, ja, die haben das irgendwie so genannt. Verwaltungsstraße oder irgendwie so. Ja, ich weiß, wo die ist. Man sieht sie leider ganz schlecht, weil alles voller Fische ist. Ja, darfst du nicht rein, man durfte kein Handy mehr benutzen. Oh, scheiße. Naja, ansonsten ist aber nichts weiter passiert. Also aber außer, Personalien aufnehmen. Ja, Personalien aufgenommen. Ich habe mir auch die Nummern von den Polizisten mitgeben lassen und werde dann versuchen, ich weiß nicht, ob man Widerspruch gegen sowas... Also hier, na klar kannst du Widerspruch. Ja, das haben die auch gesagt, aber was das dann bringen wird... Die Frage ist, ob es durchgeht, ja. Aber wenn es viele machen, der Verwaltungsaufwand wird ja relativ hoch sein, wenn alle jetzt die mitgenommen wurden, dagegen Widerspruch einlegen würde. Wie lief das jetzt ab? Du bist da mitgenommen worden oder hast du direkt hier einen Platzverweis bekommen? Naja, die haben ja angekündigt, wer jetzt nicht geht, der, die durchsagen, genau, der könnte. Dann bin ich ein bisschen frech gewesen. Wir hatten gesagt, wieso dürfen wir hier nicht mit unseren Zollstöcken stehen? Wir hatten so eine Zollstock. Habe ich gesehen. Genau, da haben wir, genau, du hast ja da gestanden. Und naja, und dann ging es einfach nur, dann kommen sie doch jetzt mit. Und dann ging es schon los. Und dann haben sie euch abgeführt in diese Straße. Ja, und dann ging es, also mich erst, und dann hast du gesagt, du willst mitgehen oder du bist mitgekommen. Und bin hinterher gelaufen, habe ich mich auch fast festgenommen. Ja. Genau. Wie lief das dann da ab? Wie viele Leute waren da? Was wurde da gemacht? Naja, das war ja, das scheint auch so zu sein, dass die auf jeden unterschiedliche Fall waren mehr Gruppen, Polizisten als, als Gefangene. Die scheinen irgendwie Gruppen zu haben und es ging immer darum, wo ist jetzt unser Auto? Also dann waren wir am Auto, dann mussten Arme hoch. Also ich musste es mal, du hast es glaube ich nicht gemacht, aber ich habe den ruhig gemacht. Dann haben sie mich gefragt, wo ich einen Ausweis habe. Dann hat er in meiner Tasche rumgewühlt und den Ausweis dann in meinem Portemonnaie gefunden. Und dann ging es weiter. Also dann ging es in diese Straße da. Wie viele Leute waren da festgesetzt in dem Zeitraum? Naja, das war ja dann so ein Gang. Und genau. Da waren es letztendlich drei oder vier Leute. Und dann hinten, die dann schon sozusagen, wo die Personalien aufgenommen wurden, waren dann eben nochmal drei oder vier. Ja, aber es war wie so eine Warteschlange um die Personalien. Weißt genau. Du? Okay. Das Krasse, was ich finde, ist, ich verstehe oder ich habe nie verstanden, wen nimmt man eigentlich raus. Insofern war das eigentlich eine gute Sache, weil ich so ein bisschen dachte, das ist eine Inszenierung. Habe ich jetzt beim letzten Mal schon gedacht, dass es inszeniert ist? Weißt du, beim letzten Mal um die 80 Leute mitgenommen haben. Ja. War richtig voll in dieser Ja, und ich habe immer so gedacht, warum nehmen sie denn den? Und, also ich war auch mit meinem Kind da und noch eine Familie. Und wir haben geguckt und haben gesagt, der hat doch gar nichts gemacht. Warum ist der jetzt mitgenommen worden? Aber jetzt weiß ich ja, okay, das machen die wirklich. Das ist echt. Die nehmen einen wirklich mit, auch wenn jetzt nichts weiter passiert. Aber... sie nehmen einen mit. Ja, wenn man dieser Weisung nicht folgt, die hatten ja da dreimal diesen dummen Spruch, wirklich diesen dämlichen Spruch, es geht um in unsere Richtung Gesundheit. FWG, ne? Das war ja so krass, da haben ja alle gelacht. Ja, logisch. Aber es war halt kein Witz, nicht? Sie wollen unsere Gesundheit erhalten und deswegen muss der Platz geräumt werden. Also das war... Was hat das jetzt mit deinem Verweis auf sich? Was seht ihr jetzt, wenn sie dich nochmal erwischen? Haben sie da was gesagt? Naja, dann haben sie ja gesagt, dann passiert mehr. Ich weiß nicht mehr, das habe ich mir jetzt leider nicht gehört. Sollten sie innerhalb... Also hier... Hier steht Kannst es. Du das in die Kamera halten? Ja, wenn da keine persönlichen Daten sind? Guck mal da. Ob man das kann man ja. Na, nur so, dass man es erkennt? Ja, genau, das kann man glaube ich erkennen. Und ich kann du darfst jetzt bis Mitternacht nicht mehr hier sein? Ja, genau, bis 23 Uhr. Also das ist vorne noch drauf. 23.59 Uhr dürfen wir hier nicht mehr sein. Und wenn sie euch doch erwischen, dann gibt es Bußgelder oder wie? Ja, das glaube ich steht hier. Das steht hier drauf, glaube ich. Weil das wäre auch noch ganz spannend, weil platzerweise haben heute sicher einige. Also bekommen. Sollten sie innerhalb der festgesetzten Frist in dem aufgeführten Bereich angetroffen werden, können sie gemäß § 30 Absatz 1 Nummer 3 ASOG Berlin in Gewahrsam genommen werden. Die räumliche Beschränkung umfasst nicht den berechtigten Zugang zu ihrer Wohnung, soweit diese in dem aufgeführten Bereich liegt und sie gemäß des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten LABO von Berlin dort gemeldet sind. Also das haben die gesagt, das hatten sie mir auch angeboten, wenn ich jetzt nochmal pampig werde da außerhalb, dann können sie mich ja auch mitnehmen. Ach, das? Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Oh, scheiße. Naja. Also ihr seid jetzt mitgenommen worden, habt einen Platzverweis bekommen, weil ihr auf dem Platz hinterfragt habt, warum der geräumt wird. Naja, weil wir sind da geblieben. Wir haben aber gesagt, wir wollen ja hier eigentlich die Sonne jetzt. Also, das war jetzt sozusagen unsere Sache. Wir dürfen ja wohl hier stehen und mehr nicht. Also, scheiße. Ja, ist scheiße.
Und es waren ja wirklich wenig Leute. Ja, schlimm finde ich, dass denn solche Plakate da stehen, wir sind hier Querfront-Nazis. Ich finde das wirklich, das verletzt mich irgendwie, weil... Was habt ihr für einen Eindruck von denen, von der Breite? Überhaupt nicht. Also, weil, ja, wir wissen ja, was in der Zeitung stand. Durchgemischte Personen, aber es ist keine Extreme. Also ich finde überhaupt nicht, dass da irgendwie... Ich frage mich, wo sind die Linksradikalen eigentlich? Ich habe die Verschwörungstheoretiker Nazis gesucht. Ja, okay, das mag ja Verschwörungstheoretiker nach dem offiziellen... Ist ja alles Verschwörung. Wenn wir über Bill Gates sprechen, ist Verschwörungstheorie. Ist ja, aber ich meine, gut, mal von diesem Konsens mal abgesehen, was jetzt in den Massenmedien läuft, war doch da jetzt keiner, weder habe ich Gewalt gesehen, noch irgendwelche Leute, die in irgendeiner Weise irgendwie so waren, dass man sagt, das sind ja jetzt da Radikale. Ja. Mir ist aufgefallen, dass es unglaublich friedlich war. Ja, es war friedlich und ich meine, das Schöne an dieser Veranstaltung, muss ich mal wirklich sagen, ich bin letzte Woche ja schon da gewesen, war, dass man endlich wieder mal reden kann. Was für einen Eindruck habt ihr von der Menge der Leute? Das war heute unglaublich zu schwer, wenig. Weil es auch wenig. Ja, es waren viel so wenig. Letzte Woche waren wenig. Und was uns hier fehlt hat, sind die ganzen jungen Leute, die ganzen Fridays for Future Leute, ja, die ganzen Schüler. Ja, es ist Samstag, da ist keine Schule. Ja, aber wo sind die Freitag? Ja. Auch? Ich frage mich wirklich, wo... Friedensbewegung und auch die Leute von der Umweltbewegung. Wo seid ihr? Ich wurde vorhin schon von einem anderen YouTuber gefragt. Ja, klar, die sind da, aber von den Umweltleuten. Ich frage mich, wo seid ihr? Die Fridays for Future Kinder sind nicht da. Nee, und mein Sohn wollte auch nicht mit, leider. Ja, und wir haben ja auch welche getroffen, letztes Mal mit. Etwas jüngere Leute, aber die haben gesagt, ja, unsere Kumpels wollen alle nicht und die wollen alle lieber geimpft werden oder was weiß ich. Also was keine Überzeugungsarbeit. Ja, die älteren Leute sind eher persönlich davon betroffen. Die haben das alles schon mal miterlebt im schlimmsten Fall in der DDR. Die sehen, da gibt es gewisse Parallelen, noch nicht überall, aber es kommen Parallelen hoch. Die werden auch immer umfangreicher und die wollen vermeiden, dass das nochmal passiert. Und gerade die jungen Leute haben das nicht miterlebt. Für die jungen Leute ist das jetzt wie so ein Spiel fast schon. Da wird irgendwie erzählt, da gibt es eine Gefahr, der ein oder andere hat vielleicht wirklich Angst. Und der Großteil denkt sich, ja scheiß drauf, das wird schon irgendwie. Ja, eines stimmt ja auch, es wird so viel Angst gemacht. Und es ist auch so, dass man, wenn man das jetzt alles nur einseitig hört, dass man wirklich auch Angst hat. Richtig. Und man ist sich nicht sicher. Und was ich ganz schlimm finde, ist ja, dass wir, die wir jetzt da auf den Platz gehen, demnächst diejenigen sind, die anderen gefährden. Das finde ich so krass. So wird es immer gedreht. Ich habe heute mit meinem Nachbar gesprochen, die wollen sich auch alle nicht impfen lassen. Und die sagen auch, das wird so sein, dass wir dann irgendwann diejenigen sind, die anderen gefährden. Und ich will keinen gefährden. Ich halte von mir aus diesen 1,5, auch 3 Meter Abstand. Ich würde auch dir zuliebe oder dir zuliebe eine Maske tragen, obwohl ich es jetzt nicht mache. Und wir waren gestern ja auch schön weg und haben keine Masken getragen. Ja. Ich würde es für meinen Mitmenschen machen. Aber ich würde mich nicht impfen lassen und ich würde auch nicht wollen, dass mir jemand sagt, ich gefährde ihn. Ich möchte keinen Menschen gefährden. Ja, das ist so dieses Framing, schlechtes Gewissen. Ja, schlechtes Gewissen und nachher sagen die dir als letztlich nicht impfen. Spiel mit der Angst. Ja, wirklich, das Spiel mit der Angst. Das finde ich das Schlimmste. Die Bundesregierung, den Gesetzesentwurf gibt es wohl seit Mittwoch. Ja. Jetzt will die Bundesregierung einen Immunitätsausweis. Ja. Sie haben das noch nicht offiziell eingebracht, weil es gibt ja noch keine Wirksamkeitsbestätigung der Antikörper. Ja. Aber wenn das durch ist, wenn sie da eine Studie für haben, dann werden die wahrscheinlich auf die dämliche Idee kommen, einen Immunitätsausweis einzuführen. Genau. Und ohne den darfst du nicht mehr reisen und darfst du deine Wohnung nicht mehr verlassen, darfst du nicht mehr arbeiten. Sie sprechen von Sonderrechten für Leute mit Immunitätsausweis, aber Sonderrechte ist einfach nur, dass sie die Grundrechte wiederkriegen. Ja, mein Sohn meinte, die können uns doch nicht zwingen. Also mein Sohn ist 10, die können uns doch nicht zwingen. Und dann meinten wir, ja doch, die zwingen uns dann schon. Ich kann nicht zur Arbeit. Du kannst nicht zur Schule gehen, du bekommst das nicht, du bekommst eine Strafe. Jetzt war doch auch die Idee, na gut, man kann sich da irgendwie freikaufen. Man zahlt einfach eine Strafe und dann muss man nicht geimpft werden. Das ist doch, irgendeiner erzählt immer irgendwas und dann, das finde ich so krass. Also, ja, doch, du kannst zum Arzt gehen und sagen, ich habe eine bestimmte Erkrankung und dann darfst du nicht geimpft werden. Ja. Ja, aber das betrifft ja nicht die Masse der Bevölkerung. Das muss doch freiwillig sein. Ja, das soll das doch gerne machen. Aber es kann nicht sein, dass sich irgendeine Regierung hinstellt und freien Menschen vorschreiben will, was für Medikamente die zu konsumieren haben. Das ist Körperverletzung. Also ob das jetzt harmlos ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Es geht ums Prinzip. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ob das dann einen Sinn hat oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion. Ja. Aber es kann niemand zu irgendwelchen Handlungen gezwungen werden, die im schlimmsten Fall Nachteile mit sich bringen, nur weil irgendein Politiker das gerne hätte. Ja, eben. So, ich will noch mal eine kleine Runde kreisen. Ja, danke. Welcher danke Kanal bist du denn? Caroline Mathieu. Caroline Mathieu. Okay, gut, mach's gut. Dankeschön. Noch die Abschlussrunde, viel ist jetzt eh nicht mehr, aber ich will noch mal zur Verhaftungsstraße und gucken, ob ich da was sehe. Ja, gut. Okay. Naja. Aber wir durften nicht mal telefonieren da. Nee, genau, man darf nicht telefonieren dort. Komm, wir müssen...